Servus Leute, zurück zu Let's Play Chained Echoes. Wir sind in der unterirdischen Akademie Nyrsa, zumindest in der Vorstadt oder was auch immer, und haben im Dorf am See die letzten, oder die Banditen, die angeblich hier rein sind, getroffen. Nämlich, das waren die alten Bekannten von Sienna, von Anfang an. Nun sind sie aber Geschichte. Sie sollten zumindest Geschichte sein. Allerdings, ja, würde ich mal sagen, wir haben jetzt den Bronzeschlüssel von ihnen bekommen und wir haben sehr viele Orte, die sich dadurch öffnen lassen. Und das werden wir jetzt. Wir suchen nach Gwaine. Warum auch immer wir nach Gwaine suchen? Achso, der hat uns ja den Auftrag gegeben, sozusagen die Götter zu töten, die Van. Dementsprechend suchen wir ihn, um zu fragen, ist er sich sicher, dass er das möchte? Sind wir von dort oben gekommen? Wir sind von dort oben. Ja, doch, wir sind von dort oben gekommen. So, nee, da sind wir falsch. Wir suchen jetzt nach diesen Orten, wo der Bronzeschlüssel triggert. Das sind Orte, das sind kleinere Orte, wohlgemerkt. Wie zum Beispiel dieser Ort. Ah. Oh shit, was ist das? Was ist das? Phantom! Okay. Moment, können Phantom... Konservierbar! Oh, die können wir fressen. Okay, dann werden wir das letzte fressen. Schwäche ist Dunkelheit. Uh-oh. Uh-oh. Da müssen wir sehr schnell die Einzelnen loswerden. Weil sie uns allen Schaden machen. Aber dafür können sie anscheinend nicht mehr. Das wiederum ist gut. Dadurch sind sie ziemlich simpel gestrickt. Wenn sie nichts anderes können. Tatsächlich tauschen wir mal hier aus. Das nächste Mal, wenn sie dran ist, können wir, glaube ich, was fressen. Noch nicht ganz, befürchte ich. Nein, wir haben es getötet. Wir müssen einen erst konservieren. Okay, hier sind die Glyphen, von denen geredet wurde. Ach du Schande, hier ist ein ganzer Untergrund. 9 Grafnell. Hier sind die Untergrundglyphen, von denen einer der Geister mal geredet hat. Okay. Die Frage ist, wollen wir hier durch? Die andere Frage, haben wir eine große Wahl? Moment, Wiedergänger, du bist ein Boss. Dann sind wir, glaube ich, falsch. Sei es drum. Wiedergänger, alles klar. Was zum Teufel? Okay, was kann der? Was kann der? Erstmal ein Kreuzschwung. Der haut
einfach zu. Bisher. Was? Kinderbeschwörer? Widerlich. Oh, von dem kann man stehlen. Schwäche ist Erde. Na, dann machen wir doch erstmal die Kinder weg. Wenn möglich. Gifttau. Das ist ja gar nicht gut. Ja gut, jetzt ist die beste Gelegenheit, um das zu machen. Okay. Tauschen wir dich mal aus, damit wir Langfinger betreiben können. Dann haben wir das Thema nicht abgeschlossen. Ein Teko. Es war dumm, dass ich die noch nicht weg habe. Fangen. Hä? Okay. Zweimal im Zug. Ja, super. Ist ja super. Ich kann ja nichts machen. Ich kann auch nicht abkühlen. So, du kannst. LP-Regen läuft noch, also machen wir TP-Regen nochmal. Ich weiß ja nicht, wie lange der Kampf geht. Genau, wir sehen ja nicht, wie viel Leben der hat. Oh ja, so kommen wir runter. Dann heilen nochmal, dann sind wir ziemlich unten im Overdrive. Bienenstich, why not? Ja, aber das sieht doch gut aus. Wir hauen ordentlich Damage raus. Der holt keine Kinder zurück. So lange ist alles gut. Jawohl. Wir waren siegreich. Ein weiterer Grimoire-Splitter. Das war eines dieser rotäugigen Monster, nicht? Ja, sie wirken anders als die üblichen Monster. Ich kann den Hass auf mich spüren. Wer ist da? Gute Arbeit, ihr habt euer Ziel fast erreicht. Ist er gerade durch die Wand gelaufen? Kilian, was tust du hier? Ich passe auf dich auf. Ich will nicht, dass du scheiterst, nur weil dich ein paar Freunde vom Vorboten angreifen. Die rotäugigen Biester gehören zum Vorboten? Das Böse im Herzen des Mahlstroms kennt keine Ruhe. Es verwandelt Äther um ihn herum. Gebiert Monster einer ganz besonderen Art. Und ich bin das Ziel der Monster des Vorboten? Nun, sein eigentliches Ziel ist Meister Gwaine. Der Meister hat eine besondere Aura, der der Vorbote folgt. Und seitdem Meister Gwaine dich als Nachfolger auserkoren hat, ist diese Aura auf dich übergegangen. Wovon redest du da?
Sorg dich nicht, du hast als Nachfolger versagt. Diese Rolle habe ich übernommen. Du konzentrierst dich besser auf dein Ziel. Die Wähne. Was? Warte. Verdammt, Kilian, was hat all das zu bedeuten? Wie ich Wayne kenne, wird er es lieber selbst erklären. Lasst uns gehen. Oh, aber dann bin ich hier vollkommen auf dem richtigen Weg. Das ist ja ungünstig. Ich will eigentlich... erstmal Talente. Und dann gibt es noch so viel zu erkunden. Also wir sind ja noch nicht fertig. Das ist ja problematisch. Na gut, gönnen wir uns... Ach du Schande, Schlafwiderstand. Ja, mehr Boost, sehr gut. Maschinenkiller. Es ist jetzt total egal, was wir nehmen. Also, ich sag mal, hier. Mich wundert es, dass manchmal einige Sachen bekommen und manchmal nicht. Also, ihr seht es ja an den Stats, es ist Zufall, was wer bekommt. Oh ja, wir haben hier neue Sachen bekommen. Schulterschlag. Moment, irgendwas habe ich nicht gefressen, oder? Also ein Phantom fehlt mir noch. Okay, können wir uns den Schulter schlagen. Was ist das? Das ist gut. Aber bei den anderen hier zerstreuen, machen wir hier einen Wirbeltritt. Dann gibt bloß einen Angriff. Das ist enttäuschend. Blütenstopp plus. Ein LP und Angriff. Pflanzenkille. Der kriegt gar nichts. LP erhöht. Engelsflügel. Aha. Und Mission. Gut, aber wichtig ist, dass die alle Stats bekommen haben. Na, so ist es ja nicht. Ja, trotzdem, ich muss zurückgehen. Mir fehlen unglaublich viele Kisten und durch den Bronzeschlüssel müsste ich ja hier alles erkunden können. Wenn ich das richtig verstehe. Monatelang habe ich nichts anderes getan, als diese Symbole zu entwerfen. Was meinst du? Keine Ahnung, ich zeige es dir nur, weil es der Professor so angeordnet hat. Ah, ihr Idioten, ihr wisst nicht mal, was ihr tut. Oh, Ovelia. Perfekt, ein Upgrade. Oh ja. I like. Eine weitere Kiste. 7 Kisten immer noch. Puh. Nicht gerade wenig. Ich brauche nochmal Phantome. So, wo sind wir hier? Hier sind wir da. Okay, Oberstadt. Da ist das ein... Moment. Nee, das ist ein Goldschlüssel. Wo sind wir hier? Aha. Drache nicht wecken. Wo sind wir hier? Aha. Wo waren wir noch nicht? Wir waren noch nicht da drüben. Wir müssen wieder in den Park zurück. Ach Gottchen, ist das ein Weg. Ist es nicht klüger da recht? Ja, ich glaube, klüger ist es einfach, da zurückzugehen. Ich hoffe... Ich war noch nie so lange in einem Gebiet, um zu wissen, ob Gegner respawnen. Wir gehen einfach hier runter. So, hier gibt es nämlich auch braune Gebiete. Nennen wir sie so. Braune Gebiete. Damit meinen wir nicht Gegenden, in denen eine Wahl stattgefunden hat, die nicht so demokratisch abgelaufen ist. So, hier kommen wir rein. Was ist hier drin? Erkunde Großteil der Umgebung. Ah ja, sehr schön. Dann haben wir das. Da einen Haken dran. Teufelkopf. Okay. Ja. Okay, hier gibt es viele kleine Wege. Hier gibt es doch bestimmt auch Geistergegner. Auch bekannt unter dem Namen Phantom. Hier geht's nach oben. So langsam müssen mal Kisten auftauchen. Ah, Phantome. Da haben wir sie. Haben wir euch. Alles klar. Das ist zwar... Dafür seid ihr zwar gut, aber nein. Dass wir das vorher noch bekommen haben. In Overdrive.
ist ungünstig. Weg ist der Overdrive. Da sind wir wieder. Ist eigentlich hart, was ich hier gerade treibe. Ich bekämpfe die gerade alle gleichzeitig. Das ist eigentlich nicht so klug. Aber wenn es klappt. Shit! Oh nee! Alle. Ich habe gehofft, dass wenigstens einer überleben wird. Gelehrtengewohnheit. Das habe ich schon, ja. Das habe ich schon. Habe ich da schon. Und hier, du kannst es nochmal nehmen. Ah, stimmt. Habe ich nicht hier auch noch Paraderüstung? Hier habe ich noch nicht abgegradet. Die Phantome sind lästige Gegner, sagen wir es mal so. Sie sind super nervig. Die kommen halt auch immer als Viererpack. Das hat mein Gott. Hier in der Dunkelheit die ganzen Kisten zu finden, ist gar nicht so leicht. Moment, hier muss es nach links gehen. Ah, schon wieder. Aber gut, neue Chance. Machen wir sie erstmal alle schwach. Das wird sich sowieso in dem Kampf wieder steigern. So, jetzt haut raus. Aua. Aua. So, einer weniger. Das war stark, glaube ich. Weswegen bin ich hier? Ach so, ja, umwandeln will ich ja einen. Da muss Linné wechseln. Nicht er. So, dann snackt ihr einen. Da alle Erinnerungen zu finden, wird bestimmt auch eine gute Herausforderung. Na, wobei. Wir kriegen ja schon einiges hin. Nektar. Aber immer noch 5 Kisten. Wo sollen denn die alle sein, bitteschön? Oh, da drüben ist schon mal eine. Aber eine ist ein bisschen wenig noch. Ihr könnt einen Kampf auf... Oh, 3 Stück. Okay. 3 sind überschaubar im Vergleich. Da können wir voll hem gehen bei 3 los. Sollten kein Thema darstellen. Wenn wir das nächste Mal dran sind, sind sie des Todes. Interessant. Glenn kommt jetzt ein weiteres Mal. Er kann einen vernichten. Problematisch ist nur, dass wir hier weiterhin keine Kisten finden.
Wir nennen diese Korridore Weinkeller, weil sie im Moment hauptsächlich dafür genutzt werden. Ursprünglich hatten sie bestimmt einen anderen Zweck. Das sieht ja aus, als könnte man hier kämpfen. Vielleicht auf dem Rückweg? Vier Kisten noch. Ach du Schande. Wenn ich hier alles finden will... Wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Okay, dann... Next try. Wir waren beim Markt und da rechts noch nicht drin. Vielleicht führen diese Wege jetzt zum Markt und da rechts. Doch, wir waren hier schon drin. Moment, wir haben vier Ausgänge. Dann fehlt mir aber einer noch. Ich glaube, wir werden mehr Optionen. Da links beim Markt. Vier Kisten fehlen noch. Und ich fühle mich, als wäre ich aufmerksam. Halt! Ja, genau, hier war ja was zum Schmieden. Dann machen wir doch mal die Diamantrüstung. Sehr nice. Dann machen wir den Silberbogen. Oh, naja. Braucht man ja zwingend. Paraderüstung ist noch das Maximum. Okay. Waffen, gibt es da irgendwas verbessern wäre? Diamantrapier. Sehr schön. Sonst noch was? Teko. Ah ja. Nö. Nichts Zwingendes, wo ich jetzt investieren müsste. Deko kannst du schon mal ausrüsten. Gut. Dann gehen wir mal rüber zum Markt und schauen, was wir bekommen, wenn wir da reingehen. Der Markt und links dieser Parkeingang, die sind noch unbekannt. Wohin die führen oder zu was die führen. Gegen Regenwürmer aushalten. Das wird auch schön. Ah ja, wo sind wir hier? Noch nirgends. Ah ja, weiteres Gebiet. Okay, jetzt haben wir wirklich alles erkundet. Frech, das Achievement hat mir... Oder das auf dem Board hat mir was Falsches vorgegaukelt. Ah, Geister! Geister, lohnt sich schon gar nicht richtig. Kann man den da einfach wegpusten? Puste sie weg. Die sind nervig, diese Gegner. Der Ultramove wäre wieder ready. Na, brauchen wir nicht. Die machen wir vorher fertig, bevor sie uns fertig machen. Schade. Hättest du die alle weggeworfen? Holla. Es ist ein bisschen knapp. Elixier. Fehlen noch drei. Ein ganz langer Gang. Gefährlich, gefährlich. Aber ganz normal. Nichts Besonderes. Ein Gang hier oben. Gefährlich, gefährlich. Keine Gegner. Keine Gegner bisher. Aber auch kein Loot oder irgendwas. Irgendwas übersehe ich bestimmt. Ey, ich denke immer beim Vorbeilaufen, das sind zwar Ratten, aber ich denke immer, das sind kleine Hornius. Denke ich immer, da sind Hornius. Die sehen ja aus wie Hornius. Ich brauche noch drei Truhen. Das ist doch unmöglich. Das ist viel zu viel. Shit. Ja, jetzt sind wir bestimmt beim Park, oder? Ja, jetzt sind wir beim Park rausgekommen. Ach du Schande. Drei Truhen fehlen mir.
Shit. Die zu finden. Gebiettechnisch habe ich, glaube ich, jetzt alle Ein- und Ausgänge abgegammelt. Halt, da in der Mitte ist etwas. Da war ich nicht runter. Da bin ich nicht hin. Das ist gut. Dann sind es noch zwei, weil das mit Sicherheit ist einer der Orte. Hier. Ha! Und mit Geistern. Na gut. Weg mit dir. Meine Truhe. Oh, und auch eine schöne Truhe. Agamemnon. Ah, das ist der Tank. Ja, den haben wir ja gerade nicht. Ja, das wäre der absolute Tankpanzer. Okay, das war zumindest... Ja, jetzt fehlen nur noch zwei Kisten. Uff da, Täterä. Das wird nicht leicht, die zu finden. Waren wir da rechts? Da rechts waren wir schon, oder? Ja, da waren wir schon. Das wäre... Ja, ich werde nochmal alles ablaufen. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn ich hoffentlich alle Schätze gefunden habe. Zumindest wenn ich alles nochmal abgelaufen bin. Und dann geht's da weiter, wo der Wiedergänger auf uns gewartet hat. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.